Treffpunkt Gesundheit. Die Punktapotheke in Remscheid. Die Gesundheit unserer Kunden liegt uns besonders am Herzen. Punktapotheke, Ihre Apotheke auf der Alleestraße. Ferienzeit ist auch Baustellenzeit. So auch dieses Jahr wieder in Remscheid. Im letzten Jahr waren Hasten und Lüttringhausen betroffen. Dieses Jahr geht es in und um Lennep hoch her. Auf der Lennepper Straße B229 zwischen der Autobahn Auffahrt Remscheid und der Kreuzung Trecknase wird an zwei Stellen gearbeitet. Aber an der Brücke über der Eisenbahntrasse kann auf beiden Seiten der Verkehr nur noch einspurig an der Baustelle vorbei. Und man sollte besonders im Berufsverkehr morgens und nachmittags diesen Bereich meiden. Laut Straßen-NRW sollte die Baustelle nur bis 27. Juli Bestand haben. Aber das stellte sich leider als Tippfehler heraus, da die Baustelle bis zum 27. August bestehen bleiben wird. Währenddessen wird auf der Kölner Straße in Lennep die Fahrbahn zwischen Trecknase und der Kreuzung Wupperstraße-Poststraße auf ganzer Länge erneuert. Zwischen dem Kreishaus und dem Bismarckplatz ist eine Einbahnregelung eingerichtet und auch die Bushaltestellen sind am Kreishaus verschoben worden. Gibt es bald doch ein Designer-Outlet-Center an der Blume? Die hiesige Politik ist sich größtenteils einig. Solch ein DOC würde der Wirtschaft in Remscheid helfen. Aber noch gibt es vor Ort einige Bedenken. Und auch die Landesregierung NRW muss man noch überzeugen, dass solch ein DOC wichtig wäre, nicht nur für Remscheid, sondern für das ganze Bergische Land. Aber die Politiker wollen die Bürger bei der Entscheidung mitnehmen. Daher wird es am 16. Oktober ein Bürgerentscheid geben mit der Frage, soll in Remscheid im Bereich Blume, Felder, Höhe ein Designer-Outlet-Center angesiedelt werden?